Sind Sie bereit für die neue Kampagne? Grüxet jetzt, Grüne raus aus der Ampel. Sie sind dabei, oder? Nö, danke schön. Aber was haben Sie denn mit FDP und SPD noch zu gewinnen? Ganz viel, wir haben vor allem eine große Verantwortung zusammen. Jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Zeigen Sie mir mal die Kampagne richtig. Ja, grüxet jetzt. Ist auch noch nicht mal schön gemacht. Ja, wie die Ampel. Dieser Herr ist ganz klar für den Grüxet. Er möchte raus aus der Ampel. Das stimmt nicht. Das finde ich auch mutig, dass Sie es aussprechen. Nein. Er sammelt schon 10 Flyer inzwischen ein, weil er die alle verteilen möchte. Also unter den Delegierten. Zerreißen. Und er ist der Anführer der Bewegung. Grüxet jetzt. Ja, und er zerreißt den Flyer, um damit auszudrücken, dass er die Ampel zerreißen möchte. Er möchte die Ampel zerreißen, er möchte die Ampel zerstören. Nee, das ist ja totaler Quatsch, oder? Ich meine, wir sind nur Menschen, wir machen auch Fehler, aber wir machen auch den Unterschied. Sie wurden ja mit großer Mehrheit wiedergewählt. Was haben die Grünen gegen Sie? Ich glaube, die Leute wollen einfach, dass wir die Probleme lösen. Und ist nicht einfach, aber wir arbeiten dran. Haben Sie das Gefühl, man kann mit der Ampel noch Probleme lösen? Wir müssen selber lachen. Das machen wir jeden Tag. Ja? Welche? Die ich jetzt nenne. Also im besten Fall immer mit zum Beispiel, indem wir Pause war jetzt natürlich gezeigt. Wir wollen ja, dass die FDP sozusagen eine Chance hat und deswegen führen wir die Ampel bis zum regionalen. Würden Sie den Satz vielleicht einmal in die Kamera sagen? Wir wollen, dass die FDP eine Chance hat. Wir wollen, dass die FDP eine Chance hat. Herr Habeck, haben Sie auch Zeit für uns? Nee, hat er nicht, ne? Nee. Ja. Deswegen müssen wir uns halt mit Leuten hier rumschlagen, die kein Ministeramt bekommen haben. Ja, ganz traurig. Ja, einfach mit so armseligen Ausschussvorsitzenden. Aber sollten Sie die Ampel jetzt nicht wirklich verlassen? Man kann sich in der Opposition doch auch super erneuern. Ich meine, selbst der Union traut man wieder Regierung zu. Ja, das ist wirklich eine bittere Pointe. Das ist wirklich der Punkt, der mich am meisten ärgert. Genug ist genug. Ja, sag ich doch auch. Sagen Sie auch? Ja, absolut. Einmal in die Kamera, grüxet jetzt. Grüxet jetzt, mit Bier, ich bin dabei. Ich habe jetzt gerade meine Kampagne hier vorgestellt, der Grüxet jetzt. Und man sieht, es gibt Standing Ovations hier. Ich frage einfach mal kurz nach, wie fanden Sie es? Sehr gut. Sehr gut, also die Leute finden die Idee sehr gut. Wir müssen auch unsere Erfolge, die wir haben und die wir anstoßen, die müssen kommuniziert werden, auf eine anständige Welche Art. Denn? Bitte? Welche Erfolge? Na, die Erfolge, dass eben jetzt gerade im Gebäudeenergiegesetz, das ist schon ein Erfolg, dass man da was anstößt, dass man rauskommt. Sie meinen, dass das völlig entkernt wurde und das jetzt ohne soziale Förderung dasteht wegen des Karlsruher Urteils? Ja, dieses Gebäudeenergiegesetz. Toller Erfolg, können wir zusammen feiern. Schlagen Sie ein. Toller Erfolg. Ich schlage nicht ein. Es gibt nichts mehr zu gewinnen für die Grünen. Es gibt noch sehr, sehr viel zu gewinnen für was dieses denn? Land. Sie würden mir doch mal ein paar Beispiele sagen, was Sie in der Ampel noch durchkriegen können. Soll ich mal erst mal sagen, was wir bisher alles hingekriegt haben? Nee, was Sie noch durchkriegen können. Aber nochmal, wir haben sehr, sehr viel schon hingekriegt. Ja eben, deswegen können Sie ja jetzt rausgehen. Mehr kommt da nicht. Nicht, kommt nicht mehr. Wir bleiben stark und strong und fröhlich aus lauter Trotz. Ja, und mit dieser Drohung gebe ich zurück ins Studio. Ja, ciao. Hallo YouTube, unten könnt ihr den Kanal abonnieren, er deutet nach unten in die Infobox. Neben mir gibt es weitere interessante Videos, Verlinkungen, vielen Dank.